Hallihallo, Lucius Raccoon hier mit WoW Noob, WoW Noob. Er hat keine Ahnung und reichlich davon. Ja, wir sind wieder zurück mit unserem Goblin-Schurken. Hüpf! Mit wem kann ich jetzt eigentlich mal meine Raketen testen? Egal. Also, wir wollen ein Handelsprinz werden. Huhuhuhu. Und wir sollen jetzt unsere Freunde abholen. Ich bin auf den Hot Rod gespannt. Machen wir mal. Bam, bam, bam. Oh, alter Falter. Kann man den sich angucken? Yeah. Ey, das sieht ja geil aus. Das darf ich wahrscheinlich nicht behalten, ha? So, wo müssen wir denn hin? Da lang. Oh, was ist denn das? Ein Swimmingpool. Ist ja cool. Aber das Fahren ist schwer. Okay, ich fahre am besten nur noch geradeaus. Weil Sidesteps kann er natürlich nicht. Hä? Ich bin zu doof, meinen Freund zu finden. Ach doch, da leuchtet was. Befahre ich den jetzt einfach? Nein. Hüpft einfach rein. Genau, super. Was kann ich denn hier? Moment. Auf die Tube drücken? Was ist das? Hupen. Das ist ja geil. Und das? Radio. Ein Lautstärke 11. Da, 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 da. Zu cool. Da, da. Und jetzt Turbo. Yeah. Okay. Da fehlen definitiv die Flammen. Da, 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 da. Oh, die Straße ist geil. Ui. Yeah. Oh, ups. Können wir eigentlich hüpfen? Ja, wir können springen. Das Auto kann springen. Ist sehr gut. Da, 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 da. So. Was haben wir denn da für einen großen, fetten Kerl? Der sieht unheimlich aus. Guckt euch den mal an. Ja, bist du ein Gobber. Ja, so sieht ein Gobber aus. Definitiv. Wir fahren mal weiter. Wie kommen wir denn wieder auf die Straße? Das Radio ist ja witzig. So, Turbo! Und hier. Boah. Fast wäre ich dagegen geknallt. Was ist denn das? Was machen denn die da? Tun die sich mit dem Benzin gegenseitig ansprühen? Ja, ich weiß ja nicht. So, Ass ist auch dabei. Und nu? Bereit zur Abgabe, okay. Ui, aber ich will vielleicht den gar nicht abgeben. Und Turbo! Doch, da müssen wir schon lang, ne? Ich finde nicht mehr zurück, glaube ich. Ich glaube, wir sind hier falsch. Aber volle Kanne. Okay, fahren wir wieder zurück. Oh, den dürfen wir bestimmt nicht behalten. Alter, du hast aber auch ein cooles Raketenfahrzeug. Ups, Entschuldigung. Hup. Wie kommen wir denn da wieder hoch? Ich bin ganz schlecht im Weg finden. Aber Leute, die mein Valheim-Let's Play gesehen haben, können das bestimmt bestätigen. Turbo! Ja, da müssten mehr Flammen kommen und sowas. Ah, Alter, jetzt warte mal noch. Ich muss ihn mir nochmal angucken. Das sieht halt echt cool aus. Einfach nur super cool. Ich bin voll happy. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens sowas. Eine kleine Krabbe. Vielleicht können wir die angreifen. Ne, ich glaube nicht. So, wir sind da. Hi. Ja. Gut gemacht, mein Herr. Der Hot Rod steht euch wirklich ausgezeichnet. Ihr habt die Bevölkerung sicher schwer beeindruckt. Ja, das will ich ja wohl hoffen. Der ist ja auch mega. Nur mit der Flamme hier würde ich mir Sorgen machen. Wenn ich direkt dahinter sitze. Aber er ist zu cool. Er ist zu cool einfach. Schaut ihn euch an. ja. Quest beenden. Oh, darf ich ihn doch behalten? Da sind sie. Okay, ihr drei. Werdet ihr heute aushelfen? Was werdet ihr heute aushelfen? Er hat noch ordentlich was zu tun, bevor die Party anfängt. Okay, das Gedudel ist jetzt nervig. Kann ich die ausschalten? Okay, man kann euch nicht ausschalten. Lurak, Trainer Blutgrätsche, der Kopf unserer furchtlosen Bildwascher-Bukaniere, sucht euch. Er sagt, dass die Ligatitel gegen die Dampfdruck Haie in Gefahr ist. Und dass nur ihr den Pokal nach Hause holt. Natürlich, wir sind der Einzige, der das kann. Ist auch cool, dass hier unten das Menü so schön angepasst ist, so technisch.
Wo war ich? Geht nach Westen in die Stadt. Ihr könnt das Kajarow-Feld nicht verfehlen. Ein Fußbombenstar. Das wird sich hervorragend auf euer Image auswirken. Na dann. Darf ich das jetzt behalten, das Auto, oder? Okay, wir riskieren es jetzt mal und steigen aus. Jetzt ist es weg. Habe ich den Schlüssel weiterhin? Ja, ich habe ihn weiterhin. Das ist ja cool. Den tun wir jetzt einfach mal da hinten hin. Oh, was ist das? Verstohlen. Ah, ich kann mich unsichtbar machen schon jetzt. Ich dachte, es dauert noch, bis man es kriegt. Aber und hier habe ich eine neue Hose. Bringt jetzt auch nicht viel. Haudigen Ledergamaschen. Aber das klingt auf jeden Fall, dass wir dann ein bisschen härter aussehen. Als mit unseren Hosen hier. Ja, jetzt sehen wir halt verwegen und jung aus, würde ich mal sagen. Aber ist ja cool. Unser erstes Fahrzeug. Abklingen von vielleicht 5 Sekunden ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ach, ihr kommt mit. Okay. Moment mal, da ist doch noch ein Ausrufezeichen. Nehmen wir die gleich mit an. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Was sagt ihr, Kumpels? Ihr seid doch meine vertrauten Berater. Ja, der sieht natürlich echt sneaky aus. Gucken wir mal kurz, was das ist. Wir nehmen es einfach mal mit an, würde ich sagen. Wir müssen gleich mehreren Schuldnern eine Nachricht zukommen lassen. Natürlich versteckt sich dieser Abschaum im Malocha-Viertel. Ich weiß, wie ungern ihr in die Slums geht, Herr Boss. Aber was soll man schon machen? Sassy blättert durch einen Stapel Papiere. Ich habe alle Namen hier. Darf ich vielleicht vorschlagen, dass ihr ihnen einen persönlichen Besuch abstattet? Ein paar strategisch geplante Schlägereien setzen deutliche Zeichen für die anderen Schuldner. Und eure Konkurrenten. Lurak ist kein Goblin, mit dem man sich anlegt. Na gut. Verprügeln. Ein paar Leute. Wie heißen sie denn? Bruno Flamhammer, Frankie Gangschalter, Jack den Hammer und Susi Maggie. Ah ja. Und wir kriegen auf jeden Fall was Cooles. Handschuhe. Neue Handschuhe. Wir haben gar keine Handschuhe, apropos. Los! Ab zur Bank! Hey, mein Süßer. Schon bereit für die Party? Nein, du weißt doch, dass ich dich heiß und innig liebe, hm? Ich finde, du solltest mal in die Stadt gehen und ein neues Outfit für die Party kaufen. Guck mich nicht so an. Du willst doch sicher gut aussehen. Willst du nicht gut für mich aussehen? Ich bin schließlich deine Freundin. Schau unbedingt erst bei der Bank vorbei und hol dir ausreichend Moneten. Kauf nichts von diesem Billigkram. Okay. Wir brauchen einen Stapel Moneten. Okay. Ist das eigentlich alles jetzt im selben Gebiet? Ah ja. Okay, war gut, dass wir es... Ah, das nicht. Moment, wo ist denn hier M? Das zweigt hier ein bisschen ab, aber... Das liegt auf jeden Fall auf dem Weg und dann gehen wir dahin und dann können wir ja hier zurück. Würde ich jetzt mal sagen, ha? Ach, cool. Habe ich das richtig... Der nimmt ja wirklich eine Karte in die Hand. Das ist ja cool. Ein nettes Detail. So. So lang. Also, selbst ist der Goblin. Räumen wir hier mal ein bisschen auf, würde ich sagen. Achso, Moment. Wir laufen doch hier nicht wieder Pöbel. Hä? Ich fahre jetzt einfach mal so. Yay! Ups. Hier ist auch... Hä? Hier ist ein Fragezeichen. Moment. Okay. Ist doch ein bisschen unpraktisch, das Laufen hier. Ach, das ist der Trainer. Oh, dann machen wir wohl doch das erst zuerst. Egal. Oh, das sieht ja cool aus. Was machen die da? Zu geil. Aber ich wollte doch erst die Schlägereien machen.
Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und da bin ich mal gespannt. Aber wir machen jetzt trotzdem erstmal die Schlägereien. Ich möchte meine neuen Fähigkeiten austesten. So, irgendwo hier sind sie. Laut Karte eigentlich gleich hier. Wir sind schon mal im richtigen Viertel. Hä? Okay. Wie komme ich jetzt dahin? Wir laufen mal da hoch. Wo sind die? Ah, da. Springen wir einfach mal nunder. Da haben wir schon mal einen. Jetzt schleichen wir uns an. Der läuft cool. Guckt euch das an. Was ist das? Fieser Trick. Bam. Hier steht mir im Weg. Finishing Move. Also helfen mir die? Das finde ich gut. Sehr sozial von euch. Ich kann das nicht angreifen. Verdammt, ihr habt mich erwischt. Nicht aufs Gesicht, ja, ja. So, bist du überzeugt davon? Was machst du jetzt? Ah, egal. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein. Eigentlich ist der Marker hier doch ganz... Achso, doch, das ist schon der richtige. Susimael. So. Und... Yay. So, erledigt, oder? Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Habe ich eigentlich was Neues bekommen? Ach doch, wir haben das vorhin bekommen. Und fieser Trick? Benötigt Verstohlenheit. Ach, das ist ja cool gemacht. Okay, ich verstehe. Haben wir diese Fähigkeiten doch bekommen? Ja, es geht so ratzfatz, dass man da irgendwie teilweise doch ein bisschen den Überblick verliert. Können wir durch diese Brühe gehen? Ja. Schwimmen. Ja, ich glaube, solche Steuersachen kriege ich schon hin. So, da schleichen wir uns aber wieder. Der läuft so cool. Fieser Trick und bam. Hoch. Kombo. Und bam. So, erledigt. Den haben wir eindeutig besiegt, ja, würde ich auch sagen. Und der letzte ist da oben. Machen wir mal hier wieder. Oh, ist doch relativ flott mit dem Verstohlen. So, schön von hinten. Bam. Die beschmeißt mich mit irgendwas. So, haben wir alle verprügelt. Das war selbst ist der Goblin. Ab zur Bank. Ja, erledigen wir das doch. Ist die auch hier? Da kommen wir aber nicht raus. Ah, Moment, hier ist ein Gang. Ein Weg. Erste Bank von... Wir müssen weiter runter, auf jeden Fall. Jetzt laufen wir mal so rum. Ah, hier kommen wir rein. Okay, ich sehe schon. Müssen wir jetzt da wirklich anstehen? Alter, was für eine lange Schlange. Ist ja zu geil. Dann, ja. Das Rätsel werden wir dann das nächste Mal lösen. Wir haben ein bisschen gekämpft. Wir sind cool rumgecruised. Ich habe hier meine Dolche. Kann man die eigentlich wegstecken? Ja? Vielleicht nö. Apropos, wie sieht denn eigentlich Tanzen aus bei den Gruppen? Dance ist das, oder? Oder sollte man wahrscheinlich kommen? Yeah, gut. Okay. Ach, ich habe mich umentschieden. Wir tun hier doch mal. Okay. Wir gucken mal. Alter, ist das eine lange Schlange. Müssen wir da echt? Komm, wir sind doch hier der Obermacker, oder? Was erzählt man sich auf der Straße? Oh, ihr seid es, mein Herr. Tut mir leid.
bei dem ganzen Pöbel, der hier herumschwirrt, habe ich euch nicht gleich erkannt. Ja. Ihr rumlaufenden Leute, macht mal langsam her hier. Lurak ist da. Gut, dass wir so wichtig sind. Hier sind eure Moneten, mein Herr. Kommt jederzeit wieder, wenn ihr mehr braucht. Quest beenden. Ein neues Outfit? Was ihr nicht sagt, eure Party ist in allen Munde. Alles, was auf der Insel Rang und Namen hat, wird da sein. Nun dann wünsche ich euch viel Spaß beim Einkaufen. In der Gaunergasse könnt ihr die besten Schnäppchen ergattern. Na dann, was kauft strahlende Klunker von Gaby Silberzahn, ein hippes neues Outfit von Sas Babo und eine coole Sonnenbrille von Misas Beckys in der Gaunergasse? Na dann. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn wir anstehen hätten müssen. Aber ich glaube, die bewegen sich nie. Okay, okay, okay. Ja, komm, wir nehmen unseren... Obwohl, es lohnt sich, glaube ich, nicht den Schlitten hier rauszuholen. Ist das hier das Handelsding, sie? Auf jeden Fall ein nettes Café. Cool, guck mal hier mit Schirmchen und... Aber irgendwie das Südsee-Feeling kommt hier nicht raus mit den dunklen Wolken. Oh, guck mal, ein Zeppel... Ein Ballon, meine ich natürlich. So, ist das hier richtig? Nee, das ist hier eine Kneipe oder sowas. Hallo, lieber Krebs. Du Armer. Ja, das sieht hier sehr lecker aus. Burger? Ey, das ist hier wie bei SpongeBob. Kann man diesen riesen Hebel ziehen? Nein, schade. Müssen wir da hoch? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Die Richtung würde ja stimmen, aber apropos. Ich vergesse immer, das Ding hier zu benutzen. Yeah. Nee, das ist aber die falsche Richtung. Hä? Ich verlauf mich hier. Wo müssen wir denn hin? Da lang. Ah, okay. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht auch hier gut aus. Was ist das? Mhm. Hoppala. Entschuldige. Haben wir den umgefahren? Nee, haben wir nicht. Ah ja, Maßschneider. Der sieht echt stylisch aus. Jetzt sieh sich mal einer an, womit ich arbeiten muss. Saspo vollbringt Wunder. Saspo seufzt. Ja, ja, Saspo glaubt, dass er aus euch was machen kann. Saspo, ich brauche ein hippes neues Outfit für die Party, die ich geben werde. Na, dann schauen wir mal. Oh, nun seht euch doch mal nur mal an, was Saspo geschaffen hat. Ein Meisterwerk. Wo? Oh. Ihr seid ein solches Outfit gar nicht würdig. Aber Sasso braucht das Geld, seufzt. Lebt wohl. Hippes neues Outfit. Aber ich habe doch gar kein hippes neues Outfit bekommen. Das ist ein Haufen Knete, ja. Und wo ist es jetzt? Na, vielleicht kriege ich das. Egal, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Vielleicht kriegt man es gar nicht als Questgegenstand. Und dann müssen wir ja endlich mal zu dem Spiel. Hier? Ich glaube hier. Nein, wir sind wieder in der Kneipe. Ich glaube, dann springen wir mal hier runter. Ah ja, hier ist einer. Der rote Pfeil hat's mir. Sonnenbrillenhändlerin. Boah, die sieht ja cool aus. Ich will auch eine. Ich habe alle möglichen Sonnenbrillenmarken. Ihr sagt die Marke, ich verkaufe sie. Ich brauche eine coole Sonnenbrille. Was bekomme ich für 2 Stapelmoneten? Hier, bitteschön, mein Beste. Sonnenbrille, und ich überlasse sie euch noch günstig. Ihr werdet so scharf mit ihr aussehen. Lebt wohl. Ich will die Sachen wirklich haben und anziehen. Vor allem eine Sonnenbrille wäre wohl so mega cool. Alter, ich habe den roten Pfeil sofort entdeckt. Liegt denn hier rum? Sind das die Cola-Dosen? Was macht ihr hier? Das sieht nicht sehr spannend aus. Aber gut. Irgendjemand muss die Arbeit halt tun. Oh, wie cool. Die sind ja süß. So.
Jo, ihr seht aus wie ein Mann von exquisitem Geschmack. Was kann ich für euch tun? Besorgt mir den fettesten, strahlendsten Klunker, den ihr habt. Na? Der Klunker ist so fett wie eure Mutter. Alter, ein Mutterwitz, wirklich. Na gut. So. Testspiel. Wo ist das Testspiel? Da. Achso, wir vergessen. Mehr Stil, mehr Style. Yeah. Pfeile. Keine Ahnung. Wenn auf den Pfeilen was stehen würde, wäre es nicht schlecht. Da sind wir. Und hüpf. Das sieht echt witzig aus. Wenn ich jetzt so einen Roboter fahren darf. Oder schauen wir nur zu. Hier, guck mal, wir setzen uns hier in die erste Reihe. Weil jetzt mache ich nämlich wirklich Schluss. Yeah. Nein, das geht gar nicht. Ein bisschen so, dass wir auch wirklich auf der Bank sitzen. Ja, das ist gut. Wir sind voll entspannt. Mit Sonnenbrille würden wir natürlich noch viel kühler aussehen. Ist das die Kaya-Cola? Kann ich die einfach trinken? Okay. Na, so? Ah. Okay. Warte einfach. Was ist? Genial. Erhöht die Intelligenz um 1. Das ist ja witzig. Ja, man kann sie wirklich trinken. Was tut denn da eigentlich, wenn man die Geräusche machen? Keine Ahnung. Okay. Aber ich sehe schon, die Goblins sind definitiv die richtige Wahl. Um Spaß zu haben und nicht alles so ernst nehmen. Das ist cool. Das ist einfach ein geiles Anfangsgebiet. Ja. Also dann. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ach ja, Abo und Daumen hoch und so weiter, ne? Glocke.